Ihr Lieben, ihr seht schon, ich muss mir jetzt doch erstmal meinen Feigchen zünden und lege es auch gleich wieder weg. Was soll's? Jetzt wird's spannend. Also, Hampton Estate, 8 Jahre, jamaikanischer Rum. Das wussten wir wahrscheinlich schon vorher. Ich muss euch das Video unbedingt nochmal verlinken, vor allen Dingen zu dem hier, denn das muss wirklich, das ist für mich die ganz große Premiere heute. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Bacardi Oakheart. Ich bin ebenfalls sehr gespannt, weil wir hatten uns insidertechnisch über genau diesen Tropfen unterhalten. Ich bin sehr, sehr, sehr neugierig. Dann Lot 40 Rye Whiskey. Hier musste ich wirklich nochmal gucken. Und zwar handelt es sich hier um einen kanadischen Whisky. Jetzt müssen wir erstmal die Gläser wählen, was für was. ich würde sagen, als Nummer 1 nehmen wir den Lot 40. Dann kommt der Hampton Estate 8 Jahre und zum Schluss als Dessert Bacardi Oakheart 35% als weichen Abgang. Und würde sagen, wir stellen uns das mal hier so auf und fangen an, die kleinen Flaschen hier sind wirklich sehr gut. Ja, die sind extra nochmal versiegelt. Da freue ich mich auch, das birgt auf jeden Fall auch für Sicherheit und Auslaufschutz. Geht gut ab. Und mach mal hier den Lot 40 auf. Schenken uns ein Schlückchen ein. Ja, wie gesagt, ich mache 2 cl rein, damit wir vielleicht zu gegebenen Anlass nochmal probieren können. Und ja, was soll ich sagen? Erstmal vielen Dank, mein lieber Freund. Ansonsten packen wir hier. Nein, das machen wir alles der Reihe nach. Ein kleines Tasting. Lot 40, 43%. Schöne Farbe. Ich kann euch nicht sagen, ob er gefärbt ist. Aufgrund, dass er... Das ist keine Jahresangabe, stand eine Jahresangabe drauf, ich kann es euch nicht mal sagen. Hier nicht. Vielleicht ein geblendeter. Der geht gleich in die Nase. Das geht ja schon so Richtung Menthol oder Eukalyptus vielleicht. Eukalyptus? Also auf jeden Fall süße Noten. Das geht schon richtig Richtung Eukalyptus. Boah, also irgendwas ganz Frisches. Auf jeden Fall was Frisches. Entfernt Früchte. Vanille würde ich auch sagen, kommt jetzt so langsam durch. Auf jeden Fall Eukalyptus. Und gewürzig auf jeden Fall auch. Geht vielleicht schon so Richtung... Vielleicht sogar schon Richtung Fenchel. Fenchel entfernt. Vielleicht auch so Nelke. Nelkenduft. Nee, kann ich nicht. Also Nelke nicht. Also für mich Fenchel und Eukalyptus. Süße. Auf jeden Fall süße, vielleicht entfernt Früchte, irgendwie Trockenobst. Aber ich quatsche viel, probieren müssen wir.
43%. Auf keinen Fall zu trocken. Wärmt lange nach. Das merke ich schon. Geht ganz, ganz, ganz langsam. Sehr angenehm, angenehm süß vor allen Dingen. Roggen vielleicht. Also. Tut mir leid, aber hier muss ich nochmal nachschenken. Diese frische Note, ohne dass er einen irgendwie auf die Nerven geht, denn sowas, ich bin eigentlich nicht so dieser Menthol-Fan oder Eukalyptus, ist nicht meine Welt, aber es kommt irgendwie ganz interessant. Schwer zu beschreiben, also Vanille, Trockenobst und diese Frische ist ganz angenehm, weil es geht so ein bisschen in die Nase. Vom Fenchel merke ich im Geschmack gar nichts mehr. Ganz angenehme, langanhaltende Süße im Mund, ohne zu trocken zu sein oder irgendwas Nerviges. Sehr angenehm. Also hier muss ich mich wirklich nochmal belesen. Ich habe bloß gesehen, die Flasche gibt es wohl für 33 Euro. Und kanadischer Whisky, Leute, ich kann euch nur sagen, hochinteressant. Kurze Neutralisierung, ich komme gleich wieder. Jetzt geht's an den Hampton Estate. 8 Jahre. Hier bin ich ganz besonders neugierig, denn ich wollte mir den eigentlich bestellen, habe es dann doch nicht gemacht. Aber wenn der mich überzeugt, dann wird er auf jeden Fall noch zu mir finden. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, ein Jamaika-Rum. 8 Jahre gereift oder gelagert, besser gesagt, gelagert und gereift. Natürlich jetzt der fließt schon so schön raus. Ich müsste schwindeln, 40%. Schön verschließen. So. Noch einen kleinen Schluck nehmen. Natürlich stilles Mineralwasser. Und jetzt geht's rund. Schön, sieht sehr gut aus. Und ich kann mich immer noch an das Video vom Oswaldo so genau erinnern. Und ich war so begeistert von dem Video. Von dem Tasting. Jetzt. Dieser besondere Moment. Freude baut sich auf. Schön neutralisiert. Der Lot 40 wirkt nicht mehr nach. Und los. Oh, alter Schwede. Alter Schwede. Also ich mag es gar nicht beschreiben. Es ist unglaublich. Ja, ich mag es beschreiben. Also ich kann eins sagen, mein lieber Oswaldo, also als du hier das erste Mal reingerochen haben musst, es muss, also ich weiß jetzt, wie sich das anfühlt. Also ich glaube, für all diejenigen, die nicht so mit rum durchsteigen könnten, die müssen jetzt, also ich glaube, jetzt wird sich definitiv einiges bei den Leuten regen, diesen Hampton 8 Jahre einfach mal auszuprobieren. Egal wo ihr seid, wenn ihr die Gelegenheit habt, riecht mal hier rein. Boah, man kann sich ja gar nicht satt riechen. Man versucht immer, da seine Nase zu neutralisieren. Wahnsinn. Also, ich weiß eins, und das hast du damals gesagt, man riecht quasi wie, also, das, also nicht dreckig, sondern so fulminant, also der kommt dermaßen ungeschönt sozusagen in die Nase. Nicht so wie, ach, ein Bräschen davon und hier Zucker und da die tollen Vanilleschoten und da kommt das, hier kommt alles, wie es raus muss, aber volle Kanone. Boah, das ist ein Duft.
Ich bin kein Lakritz-Fan, aber hier kommt Süßholz, Lakritze. Fantastische Holznoten. Süße Rinde. Boah, und dann kommt so, wenn man länger reinriecht. Ganz süß. Dann pirscht es sich so, wenn dieser Schmutz, sage ich jetzt mal wirklich, dieser Schmutz so langsam beiseite geht, kommt so ganz vorsichtig diese fruchtigen Noten durch. Der gibt dir erstmal zwei, drei Ohrfeigen, bam, bam, bam. Und dann kommt er so, jo, jetzt bist du drin, jetzt komme ich ganz langsam. Boah. Also, ihr seht schon meine Faszination nur am Schnüffeln. Also, ich krieg mich ja sonst wieder ein, aber soll ich mal probieren? Oh, das ist Hammer. Okay, 3, 2, 1. Also, ich war ja nie der große Rum-Fan. Also, mit denen in der Nase und im Mund, Süße, gleichzeitig Würzigkeit, Gewürzigkeit, Zimt, Nelke, Holz, Eiche. Boah, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Wahnsinn. Ja, also, ich muss wirklich sagen, toll. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Also, und jetzt, wo nur noch der Tropfen drin ist, wo sich sozusagen der Alkohol hier verflüchtigt hat. Also, ganz, ganz, ganz fantastische Noten. Also, Leute, Hampton 8 Jahre, den sollte man sich irgendwie mal gönnen, den muss man echt mal probiert haben. So, und hier ist draufgeschrieben quasi die letzte Nummer. Die Nummer 5, also quasi als letztes probieren. Und an der Stelle sage ich euch, Bacardi Oak Heart, 35%, noch nie getrunken. Ich hatte unserem lieben Osvaldo erzählt, dass ich mich ein bisschen in den Kragen verliebt habe. Das ist natürlich so eine Sache, den fantastischen Moment, als wir bei Angelo waren, ich den gesehen habe und ich so einen ganz kleinen Bodendecker von dem probiert hatte, und dann hat man diesen Moment, in dem man sagt, Mensch, jetzt ist man bei einem guten Freund, das wäre dann einfach auch ganz anders. Also ich bin der Meinung, vielleicht wäre ich gar nicht mit diesen Spiced Rum, 40% übrigens der Kragen rum, so durchgestiegen, aber ja, und dann kam man, wie gesagt, ins Gespräch mit Osvaldo, hat gesagt, probier einfach mal den Bacardi Oak Heart. Zu mixen fantastisch, aber auch mal pur probieren. Und den nehme ich jetzt als Dessert. Na, mach mal so ungefähr 2 cl rein. So, okay. Neutralisieren natürlich nochmal mit Wasser. Okay, ready. Natürlich auch sehr gut aus. Wirkt natürlich im Glas schon ganz, ganz, ganz anders als der Hampton. Dünner, aber nicht wässrig. Also der Hampton, also wenn man den schwenkt, also das ist schon wow. Okay, 3, 2, 1 und lass. Oh. Also, dass man sich den jetzt bis zum Schluss als Dessert aufgehoben hat. Richtig betörender, süßer, karamellischer, ja, wirklich Karamell. Süß, 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 süß. Und minimal Pfeffer. Ganz am Ende. Ich würde sagen, zum Wohl. Cheers! Süß, Gewürze, Karamell, Vanille,
dezente Schokolade, aber Alpenmilch Schokolade. Gewürze von, aber wirklich unterschwellige Gewürze von, ich würde sagen, ganz dezente Nelke. Ganz dezent. Ich habe irgendeine Kräuter habe ich im Kopf. Irgendeine Kräuter. So ganz dezent Richtung Weihnachtsgewürz, aber nur ganz unterschwellig. Viel Süße. Boah. Also, Bacardi O-Card, 100 Mal dran vorbeigerannt. Für euch auch noch eine Empfehlung, wer es wirklich süß mag, gespeist darum. An der Stelle genial, Oswaldo, vielen lieben tausend Dank. Das ist wirklich was ganz Wunderbares. Super Einstieg. Fantastische, überbordend fantastische Mitte. Da haben wir mit rum angefangen und jetzt noch dieses Dessert zum Schluss. Leute, 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 ich kann euch sagen, mir geht's gut. Lieben Dank, schön, dass ihr dabei wart. Ein Dreifach-Tasting und ja, ein bisschen Unterschiede von kanadischem Whisky über diesen Jamaika rum bis hin zum Bacardi Oak Hard 35%. Super, finde ich ganz große Klasse, gefällt mir alles dreist. Oswaldo, vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Langes Video, langes Tasting, viel geschwatzt, aber schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut und bis bald. Enten. Nichts mehr drin im Glas und boah.